So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Retro Superbike World Championship Meisterschaft Runde 5 heute. Ja, meine Lieblingsstrecke ist schon gefahren. Egal, es gibt ja noch andere schöne Strecken. Gut, gespeichert ist es ja. Machen wir weiter. Ja, das haben wir jetzt gedacht, dass das jetzt kommt. Monza. Aber es ist nicht schlecht. 5,77 Kilometer. Pier Francesco Cili, naja, ein Italiener halt. 1,47 zu 1,20 ist der SBK-Rundenrekord. Tut aber, glaube ich, jetzt wenig zur Sache. Ach ja, übrigens, wenn ihr anstatt Action oder Simulation vorher schon im vorigen Menüpunkt schnelles Rennen wählt, da kommt immer auf Monza. Ich weiß nicht warum, aber er kommt immer auf Monza. Ich will es nicht verstehen. So, weg mit dir. Okay. Okay. Ah. Ich stürze jetzt. Oh. Nein, ich stürze nicht. Ich auf Platz 2. Nochmal disqualifiziert werden. Darauf habe ich keine Lust. Nein! Ja, jetzt bin ich kurz unkonzentriert. Scheiße. Nochmal die Strecke geändert. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das läuft. Jetzt weiß ich es wieder. So. Das war lange her. Also ich habe jetzt zur Zeit natürlich auch mal gespielt halt, aber jetzt in letzter Zeit jetzt irgendwie nicht mehr so oft. Gott sei Dank. Jetzt habe ich echt fest mit einem Sturz gerechnet. Verschwindest hier, ey. Das braucht keiner. Keiner mag dich. So. Aha. Bin jetzt satt. Okay. Also diese Startziele gerade finde ich sehr cool, weil die so schön lang ist. Also dafür muss man dann am Ende noch ein bisschen mehr bremsen. Schwarze Fahne, damit ich disqualifiziert werde, und das möchte ich bitte vermeiden. Warum sage ich jetzt bitte? Egal. Nein! Ah, Gott sei Dank. Puh. Aber Glück gehabt. Ich habe jetzt extra versucht, diese Abkürzung, die ich jetzt versichtlich genommen habe, zu verkürzen. Damit ich eben nicht diese Fahne bekomme, damit es nicht mehr als Abkürzung gilt. Das ist möglich. Ich weiß nicht, wie der das rechnet. Irgendwie haben wir das schon programmiert, Leute. Damals. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Programmierer. Okay. Okay.
Kurve war jetzt gut genommen. Noch Platz 1. Ich stehe da weg. Überholen. Noch Platz 1. Nein. Das ist so nervig. Ich kann mich noch nicht an diese Strecke eingewöhnen. Das ist so. Sehe ich ihn fast nicht mehr. Doch, ein bisschen sehe ich ihn noch. Ja, es ist ein bisschen blind mit dem Schatten. Dann siehst du die Gegner an einer bestimmten Entfernung nicht mehr so richtig. Fast 3 Sekunden gestanden. Gar nicht. So, von daher hätte ich was aufgeholt. Na, nein! Keine Schade. Über meine Reiche. Den Typen überholen. Kostet es, was es wolle, außer eine schwarze Fahne. Das ist die letzte Runde, ich muss mich jetzt anstrengen. Ich hab ihn bald. Der Schatten wird immer größer und er hat kommt Farbe und ich erkenne, dass es der erste Platz ist. Ja, ich glaube, ab da kann ich wieder gut fahren. Richtig gut fahren irgendwie. Ja, aber bei der letzten Kurve muss ich aufpassen. Jetzt ganz nah. Ich hoffe, ich schalte jetzt ein bisschen spannend, ob ich auf diese Kurve, die jetzt dann gleich kommt. Die muss ich jetzt richtig gut fahren, sonst bin ich am Arsch. Okay, aufpassen. Ja, fast. Ja, überholt, wer sagt's denn? Endlich Platz 1 für Let's Play Retro. Boom. Ja, das mache ich auch gerne. So, kurz nachdem ich auf die Zielgerade fahre. Ja, genau, das ist sehr realistisch. Dass wenn man ein bisschen zickzack mit dem Motor. Ja, natürlich. Und so wie Motorrad fährt mit der Geschwindigkeit und dann denkt zickzack und so, dann steht man einfach auf und jubelt und hier, ich bin der Erste, ne? Und man fällt, man stürzt nicht vom Motorrad, ja, genau, und ich kann Kurven fahren, während ich nach hinten schaue, es ist lustig, schaut dir das an, es ist so surreal, egal, deswegen finde ich es auch so cool, das Spiel teilweise deswegen halt, ja. Das war jetzt das turbulente Rennen, Runde 5. Die interessieren uns eigentlich gar nicht, die sind sowieso überall. Außer Igor Jarman, der ist ja ein bisschen schlechter als unoffiziell 1. Entweder ist unoffiziell 1 zu gut oder Igor Jarman zu schlecht. Naja, fortsetzen. Dann können wir in der Gesamtwertung gucken. Denn die 2 bestellt ist. Ja, Siegerung, Pokal, juhu. Okay. Ja, Platz 3. Hehe, Podestplatz. Haben wir noch 22 Punkte Rückstand. Okay, wir wollten gucken. Ich wollte gucken, wo wir stehen. Ach komm, jetzt doch nicht im Ernst. 2 Leute sind schlechter als... So, 5 Unoffizielle. Also, dass sie sich nicht schämen. Gott sei Dank sind sie nicht in meinem Rennstall. Der Ducati. Ja, der Neil Hobson, das ist... Passt schon. Akira Yanagawa. Ja, das sind die ganzen Namen, ja. Terry Wakabana. Jochen Schmidt, wieder ein Deutscher, genau. Ja. Das sind aber die 2 einzigen Deutschen. Jochen Schmidt und Andreas Mecklau. Andreas Mecklau ist in meinem Team. Okay, speichern. Ich hätte jetzt fast auf OK gedrückt. Okay. Meisterschaft gespeichert. Gut. Dann würde ich sagen, nächstes Mal kommt
Runde 6. Und ich weiß nicht mehr die Reihenfolge der Strecken, sonst würde ich es euch immer sagen, aber ich weiß es nicht. Entschuldigung. Ich würde verschätzen. Nee, ich sage dir, wenn nichts falsch ist. Es kommen noch geile Strecken und schwere Strecken, vor allem. Ja, es wird noch spektakulär, glaube ich. Wie zum Beispiel diese Disqualifizierung in Donington. Oh Mann. Na gut, okay. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.